Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X 2D Perfect Game. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich Lucca abgeschlossen und auch eine Episode abgeschlossen in der Mienstraße geholt, aber wir müssen in dieser Folge nochmal in die Mienstraße, um da natürlich wieder alles zu sammeln. Das geht allerdings diesmal ziemlich schnell, da wir natürlich jetzt die Chocobos auf der Mienstraße freigeschalten haben. Ne, natürlich, logisch. Kann man jetzt nicht einfach hier holen. Da anquatschen und Chocobo benutzen. Wenn sie einmal bezahlen, können sie auf der Mienstraße überall auf- und absteigen. Wenn sie die Mienstraße verlassen, kehrt der Chocobo zurück. Ja. Ist ja schön und gut. Wir werden aber wahrscheinlich eher nicht absteigen. Denn das lohnt sich nicht. Okay. Muss jetzt mal überlegen. Hier auf unten ist nichts. Aber wir haben einmal hier was. Lustiger Bug gerade gewesen. So, dann haben wir links vor Statue. Die in blau. Eins. Eins. Dann haben wir die in weiß. Zwei. Fünf. Dann versteckt hinter Turmruine. Also ihr seht schon, das ist deutlich angenehmer mit dem Chocobo hier. Ich wünschte, man hätte sie von Anfang an. Ist hier versteckt ein Schwarzgürtel. Dann haben wir in der letzten Nische da ganz hinten. Hier. Eine Kiste mit Gil, wenn das er irgendwann mal aufmacht, ja. Dann haben wir wieder den Typen hier, wie immer, PR-Duell 3. Und dann geht's weiter. Also wir sind jetzt hier deutlich, deutlich schneller. Das hätte ich eigentlich fast schon letzte Folge machen können, so schnell wie wir sind. Na gut, wir haben noch zwei Sachen, die doch ein bisschen länger dauern. Aber naja. Einmal hier, hinter der Machina, eine Kiste. Mit zwei Heilmitteln. Dann haben wir im nächsten Bereich erst wieder eine Kiste. Ich finde den Zopf ziemlich cool von Yuna, wenn man reitet. Hat was. So. Dann haben wir nämlich die Kiste hier. Mit drei High Potions. So, wo bin ich jetzt? Da haben wir in der Nische die Albed-Frau. Jetzt. Mit PR-Duell. Und Heirat 2, glaube ich, ne? Ja. Da haben wir noch eine Kiste. Irgendwo hier. Irgendwo. 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 Ach, erst nicht rechts. Ah, I see. Wollte schon sagen. So, die hier. Mit dem Titanreif. Muss gerade mal gucken, ob ich irgendwas übersehe. Bin jetzt hier so blind durchgelaufen. Okay. Wäre nicht die erste Kiste, die ich vergessen habe aufzuschreiben. Aber bisher hat sich ja keiner beschwert, dass ich mir irgendwas vergessen habe. Also kann's ja nicht, kann ich ja nichts Schlimmes vergessen haben. So, 6 Weihwasser. Dann haben wir in der zweiten Nische rechts den Lucca Goers-Spieler. Graf natürlich. Was macht er eigentlich hier? Der sollte eigentlich schon längst ein Lucca wieder sein. Naja. PR-Duell 2. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen scrollen. Haben wir erst wieder was beim Reisebedarf, nämlich dem Typ auf der Klippe. Ne? Der ist ja schon jedes Kapitel bisher gewesen, also ist er auch dieses Kapitel da. Und wie in jedem Kapitel hat er PR-Duell 1. Huch, du da. PR-Duell 1. Dann müssen wir doch mal kurz absteigen. Wie auch immer sie das tut, aber es funktioniert. So, Frau am Tisch. PR-Duell 2, Heirat 4. Und der Mann am Tisch, PR-Duell 3. Was verkauft ihr eigentlich? Verkauft ihr jetzt irgendwas an, was wir noch nicht haben? Haben wir, gut. So, das wäre das, wofür wir absteigen müssen. Jetzt können wir wieder aufsteigen. Ach ja, die Aufstiegsanimation ist echt cool irgendwie. Wie sie so unter dem Flügel kriechen muss, um aufzusteigen. Sehr detailliert eigentlich, dafür, dass das Spiel so uralt ist. Ich meine, sind bald 15 Jahre. Werden es bald zumindest. Also sind jetzt, glaube ich, 13. Zweiter Bereich noch. Ah ja, genau das. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Nämlich, wenn man jetzt sich hier hinstellt.
Ja. Und einfach kurz wartet, hab nichts gedrückt, dann kommt halt das. Und man bekommt 5 Phönixfedern, wofür auch immer. Dann haben wir die Frau in Beige, die stand ja früher immer weiter südlich, also weiter vorne. Mit PR-Duell 4 und Heirat 1. So, Mierenstraße Endbereich, links hinter Machina 2 M-Bomben, okay. Dab, 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 da. Nehme ich hier. So, dann haben wir das Kind hier. Mit PR-Duell 5. So, zurück und dann ab in die alte Mierenstraße. Ach, das geht so schnell mit dem Chocobo, ne? Sonst habe ich immer eine ewig lange Folge gebraucht. Jetzt schaffe ich das hier in 5 Minuten. Oder sag mal, in 7 Minuten werde ich wahrscheinlich am Ende brauchen. Der Typ in Violett, der hier. Steht ja auch schon seit Ewigkeiten hier. PR-Duell 2. Muss mal kurz hier mir eine neue Markierung setzen und wieder scrollen. Nicht, dass ich hier wieder verrutsche. Dann haben wir. Ah ja. Genau, hier gleich eine Kiste. Man spawnt quasi in ihr. Dann haben wir die hier. Endlich mal keine Luca Gauss-Spielerin mehr, sondern wir haben jetzt die mit PR-Duell 4 und Heirat 1. Rechts zum Abzweig. Da haben wir das hier. Das sind nur High Potions. Aber naja. Und ganz am Ende, bei den zwei Kollegen, die da immer rumsitzen. So. Haben wir wieder 5 Echo-Kräuter. Was heißt wieder? Ich glaube, vorher waren die nicht hier. So, der linke hat 3. Der rechte hat 1. Okay, jetzt müssen wir nochmal komplett zurücklaufen. Also nicht ganz komplett, aber fast. Frag mich nicht warum, ich hatte es mal im Livestream, glaube ich, getestet. Man muss das Gebiet erst verlassen. Ich werde euch gleich erklären, was ich meine. Ja, man muss das Gebiet erst verlassen, um das zu triggern. Und zwar... Mein Gott, das sind die Überblendungen länger, als man tatsächlich hier läuft. So, und zwar das hier. Wenn man das Gebiet hier nämlich nicht zwischenzeitlich verlässt, nachdem man diese 5 Phönixfedern geholt hat, hier oben links, also wenn man sich hier hinstellt, ist ja vorher hier eine Chocobo-Feder gewesen. Jetzt ist hier keine mehr und jetzt muss man hier ca. 18 Sekunden lang warten und dann passiert Folgendes. Also wenn man 18 Sekunden lang gewartet hat und ich das so lange überbrückt habe, weil man eben einfach nur 18 Sekunden warten muss. Irgendwann mal. Da. Kommt das hier wieder. Und man sieht eine weitere Kiste. Wie auch immer man darauf kommen soll, aber es ist jedenfalls das wichtige Item Siegerzeugnis. Was im Prinzip einfach nur der Hit-Expander für Sun-Kyu ist. Halt das Spezialkostüm von Pain. Ja, und wie gesagt, man muss wirklich die 5 Phoenix wieder nehmen, das Gebiet verlassen und dann wieder herkommen. Wahrscheinlich, weil erst die Chocobo-Feder weggehen muss oder so. Keine Ahnung. Das ist irgendwas Script-mäßiges, was da wahrscheinlich umdisponieren muss. Deswegen ist auch irgendwie gemein. Aber naja. Gut, und weil das jetzt so fix ging, das war meine schnelle Mierenstraße. Dafür, dass es jetzt fast eine halbe Seite war hier. Na, es war eine halbe Seite. Haben wir noch den Funkus-Pass? Den schaffen wir auf jeden Fall noch. So viel ist es nicht. Wir laufen auf jeden Fall erstmal Richtung HQ. Denn wir können wieder hier lang laufen. Bisher war uns immer der Weg versperrt seit dem zweiten Kapitel. Lady Yuna! I went to your concert! It was spectacular! I was so moved! Thanks to you, we should be able to resolve our conflicts with New Yevon peacefully. The guys who went to the concert have been going around pushing for a truce. That's great! Sadly, there are a great many League members who don't know what to do with their energy. It may sound odd, but they're unhappy about losing the chance to fight. They are so ready to blow up. But Commander Lucille thought of this great idea. Like, what if everybody blew off some steam with a battle tournament? Sounds like fun.
We had hoped that you would be able to participate. But if people affiliated with Yevon were to take part, the tournament might get out of hand. Well, we're not really allied with Yevon. Some of the other troops just don't understand that. Well, I guess we're not gonna change their mind. Let's go, Uni. Yeah, you're right. My apologies. Naja. Da holen wir uns erstmal die wunderschöne Kiste hier oben. Wieder mal. Hier ist ja immer eine gewesen. Weiß gar nicht, was da diesmal drin ist. Ich glaube... Ah ja. Eine Mega-Potion. Naja. Kann man früher oder später doch mal gebrauchen. Es gibt nochmal einen Kampf, wo wir einiges an Heil-Items verbrauchen werden. Wenn auch weniger als in meiner Ausarbeitung. Was gibt's hier noch? Das habe ich schon hier nicht aufgeschrieben. Ach, 2500 Gil. Guck mal eine an. Tja, das schreibe ich mir jetzt fix noch auf. 2000. So. Runterfahren. Hauptsache mal kurz auszusehen, die Aufnahme abgebrochen. Genius. Und dann gehen wir wieder Richtung Hauptquartier. Das Traurige ist, wir müssen den Weg jetzt zweimal lang laufen. Da kann man auch nichts gegen tun. So funktioniert eben das Spiel, dass man alles zweimal machen muss, in jedem Kapitel eigentlich. Dann immer eine Mission abschließt, zurück aufs Flugschiff kommt und dann wieder hin muss, um irgendwas noch zu holen. Nun ja, was soll man machen? Ja, wir müssen einfach Richtung Hauptquartier laufen, zum Fahrstuhl im Prinzip. We're not allowed to assist allies of New Yevon. But there's something I have to find out. I don't intend to hinder you, but some of the other troops are still edgy. You'd best be careful. Ja. Hey, your song was great. Glaube mir, wie tight das kann es sein. Naja. Aber ja, so ist das hier eben. Wir sind immer noch nicht erwünscht. Dank Monsterschreck halten sich die Kämpfe allerdings... Naja. Auf Null. Hätte man jetzt hier keinen Monsterschreck ausgerüstet, hätte man hier Kämpfe und... Naja. Aber die wären nicht sonderlich schwer. Trotzdem können wir jetzt hier einfach mal fix durchlaufen. Einfach mal fix heißt aber halt trotzdem zweimal einfach mal fix, weil einmal ja nicht reicht. Es ist nervig, ich gebe es zu. Es ist einfach nur super nervig. Aber wir müssen halt sowieso alle Episoden abschließen. Und wenn man halt da alle Kisten haben möchte und alle Items, dann... Naja, gehört das eben dazu. Wenigstens lohnen sich die Items. Also so schlecht sind sie halt wirklich nicht, die man dann bekommt. Blöd halt nur, dass hier kein Speicherpunkt ist an der Stelle. Huch. Lady Yuna, that song of yours really got me thinking. If we had fought a war with New Yevon, it would have torn Spira in two. And I might not be talking to you right now. The fact is, there are still League members who want war. But I'll stop them alone if I have to. I don't want what happened 1,000 years ago to happen again. No, thank you. Just you watch, Lady Yuna. I won't let you down. You know, that was pretty studly. He's all talk. You know, if there were more people like Yibel around, things could change. I just know it. Und jetzt sieht man da unten rechts eine Kiste, die man eben jetzt noch nicht bekommen kann. Wenigstens bekommt man den Hinweis, dass jetzt hier noch was ist, aber trotzdem wird man jetzt halt zurück aufs Flugschiff geworfen. Leider. Naja. Kann man nichts machen. Außer eben nochmal hinzufliegen.
Ist auch nicht die einzige Kiste, die wir holen müssen. Von daher lohnt es sich wenigstens halbwegs. Nee, abbrechen. Und zwar springen wir einmal kurz zum Funguspass, laufen nochmal bis zum Fahrstuhl, dann gehen wir in die Schlucht vom Funguspass, holen uns da ein paar Kisten und das wär's dann auch für diese Folge. Funguspass, immerhin Episode abgeschlossen, ne? Das haben wir schon mal. So. Leider können wir noch nicht jede Episode abschließen. Denn es gibt eine Episode, die sehr, sehr, sehr schwierig abzuschließen ist. Vor allem, wenn wir so untrainiert sind. Ich wüsste gar nicht, wie man es machen sollte ohne gewisse Items. Geht mit Sicherheit. Aber ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwer. Weil es ist schon sehr, sehr, sehr schwer, wenn man sich die Items holt, an die ich gerade denke. Ich muss gerade mal überlegen, wann wir eigentlich damit anfangen. Also es kommen schon noch so ein paar Folgen, wo wir erstmal ein paar Sachen einsammeln und ein paar Nebenmissionen noch machen und dann können wir langsam in Endgame-Content. Nach Jonas sind wir wieder zu doof zum Laufen. Das können wir noch machen, okay. Okay. Ja, na ja, gut, es sind schon noch so, sagen wir noch 10 Folgen oder so, dann kommt erst der Endgame-Content. Wie gesagt, wir gehen nicht zuerst in die Schlucht, weil da der Speicherpunkt ist, womit wir uns zurückteleportieren können. Wir laufen erstmal bis zum Fahrstuhl. Squad erstmal wieder zurück hier in meiner tollen Liste. Wo ist es? Minenstraße, Funguspass. So. So, wir sind endlich da. Krasser Scheiß. Zum Glück dürfen wir dann mal den kompletten Weg zurücklaufen. Ich überlege gerade, ob es eigentlich kürzer wäre, sich... Ah ne, Quatsch, ach, geht ja nicht. Ich verwirrte, alter Mann, ne? Wie gesagt, hier gibt es keinen Speicherpunkt, das ist das Hauptproblem an der Stelle hier. Man könnte sich natürlich jetzt hier hoch dingsbumsen mit dem Fahrstuhl, aber da wir halt die New Yavin-Story spielen, kommen wir da eben nicht hoch. Aber immerhin bekommen wir den Apparat-Booster. Was das, oh, ich weiß es gar nicht, ich glaube der Hit-Expander für Rikus Spezialkostüm ist. Ich vermute es. Oder der HP-Expander, aber ich glaube der Hit-Expander. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ist auch eigentlich nicht wichtig, ich benutze sie wie gesagt eh nie. Nehmen sie halt auch bloß mit, die Dinger, um euch zu zeigen, wo die sind. Denn wirklich leveln werde ich die Spezialkostüme eh erst im letzten Durchlauf wahrscheinlich. Oder wenn ich offscreen den zweiten Durchlauf spiele, da werde ich halt wahrscheinlich schon sehr viel AP-Grinding betreiben. Da ich im dritten Durchlauf fast nicht mehr mit den normalen Charakteren spiele eigentlich. Stimmt, das ist eine komplizierte Geschichte. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, fällt mir gerade auf. Weil das ganze AP-Grinding sowieso relativ schnell läuft. Das ist noch interessant. Wie mache ich denn das dann? Naja, das werde ich wahrscheinlich spontan entscheiden, wie alles. Wie alles, was ich noch nicht geplant habe. Logisch. Was man nicht geplant hat, ist halt spontan dann. Okay, wir haben erstmal die drei Turbo-Ether. Genau, jetzt bin ich wieder in der richtigen Zeile. Dann gehen wir gerade den Weg weiter. Links in diese Sackgasse, wo früher so noch nie was war. Aber da ist jetzt natürlich was, nämlich ein Elixier. Und dann können wir noch in die letzte linke Nische gehen. Na, haben wir diese tolle Kameraumstellung. Wie gesagt, einfach in eine Richtung gedrückt halten, dann läuft Yuna geradeaus, auch wenn ihr in die andere Richtung drückt für die aktuelle Kamera. So. Und dann fix zum Speicherpunkt. Zu der Tür da drüben müssen wir noch nicht gehen, wir haben eh noch nicht alles. Die letzten Popo-Sphäroide bekommt man erst woanders. Wir haben was geschafft für diese Folge. Das wäre der Funguspass und die Minenstraße gewesen. In der nächsten Folge werden wir dann in den Tempel Josie mal vorbeischauen, das wird aber nicht sehr lange dauern. Dementsprechend werden wir Tempel Josie und... Tja, gute Frage. Eventuell noch die Illuminestraße machen? Wahrscheinlich schon. Dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Also sehen wir uns dann. Dementsprechend macht's gut, bis dahin und tschüss. I finally found you. Is that...
Really, you? It is me, Shuyin.